Ja, da bin ich wieder. Hopage ist die absolute Krönung. Mir ist der komplette PC gerade abgestürzt, nachdem die Aufnahme beendet. Also nachdem ich die Aufnahme beendet habe. Sie beendet wurde, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Großartig. Hopage ist wirklich großartig. Benutze ich halt doch wieder die alte Scheiße, das alte Showbiz. Mein Gott, wenn es funktioniert. So, Hundi, Knochen. Having trouble deciding who's got to stay. Hä? Hundi, Knochen. I've got everything I need, I think. Hä? Ich dachte jetzt eigentlich, dass der Hund mitkommt, wie der Vogel hier bei den Crackern, kommt der Hund beim Knochen mit. Ja, aber... Ja, was soll ich denn dann machen? Muss ich Knochen und, Hund und Vogel jetzt zusammen da oben hinstellen? Oh, scheiße. Ja, das wird nix. Tschüss, Vogel. Ja, war klar. War klar, ist wurscht. Machen wir hier. I love my dog. Sagt er. Es ist der Hund. Es ist irgendwas mit dem Hund. Auf jeden Fall. Es ist irgendwas mit dem Hund. Nur was? Och Menno, was? Ich war so sicher, dass es das jetzt ist. Ach so, jetzt habe ich den Vogel immer dabei. Jetzt habe ich den Vogel immer dabei. Oh, warte mal. Das ist es. Tatsächlich. Ich muss tatsächlich den Vogel, den Hund, das Hundegebell aufnehmen lassen. Halt die Fresse. So, aber vorher gehe ich mit ihr schon mal runter, weil ich weiß nicht, ob das nachher auf Zeit geht. Och, komm schon. Stell dich doch bitte dran, Frau. Ach, da kannst du jetzt durchklettern. Aber nebendran stehen geht nicht. Schmeiß den Knochen weg. Zack, jetzt Mönch. Spanky gets his own seat, so someone will need to swim. Ist doch klar. Arschlecken! I'm no lawyer, but maritime law clearly allows for the abandonment of annoying hermits. And really, the stranding of a lone hermit pales in comparison to what we've seen from these three so far. I do wonder if any lessons have been learned this evening. Maybe by you and me, but I fear not by them. Well, we shall see soon enough. Na, geht doch. Das haben wir also gelöst. Die Rätsel werden happiger, auf jeden Fall. Oh oh. Oh nee! Platsch. Und wir sind in der nächsten Höhle gelandet. Warte mal, nur für angestellte Tür. Moment, das ist doch der Anfang. Wie komme ich denn jetzt wieder zum Anfang? Das geht doch gar nicht. Tatsächlich, das ist der Anfang. Hä? Das geht doch gar nicht. Ich kann doch nicht wieder zum Anfang kommen. Well, you took long enough. I was gonna send out the search party, but they're still looking for the last group. You didn't happen to run into an annoying clown, did you? Oh. It doesn't matter. We just got a new shipment of trinkets that should satisfy your every desire. But I can't give them to you without suitable replacements. So, take this giant novelty-sized key, again, and open the employee's back entrance. I'm sure you'll find some treasures worthy of the cave's gift shop. Äh.
Moment mal, was? Aber das geht doch sowieso nicht. Ich kann doch nicht ständig nach unten fallen und oben wieder rauskommen. Und warum muss ich denn jetzt schon wieder hier? Aber hier war ich doch erst. Nee. Jetzt geht die Scheiße wieder von vorne los. Das kann doch nicht wahr sein. Aber ich kann hier nichts benutzen. Ich bin ein wenig verwirrt. Ist das Vieh wieder da? Nee. Fuck. Das, ja, hier waren wir doch nicht. Ach nein, er wieder. Gold Nugget, mein. Kann ich da reinspringen? Nee, okay, ich habe ein Gold Nugget. Warte mal, hier waren wir doch auch schon mal. Hä? Oh, warte. Ist das Gold Nugget der Schatz, den ich ihm bringen soll? Ach krass, wir sind jetzt hier tatsächlich wieder überall, wo wir schon mal waren. Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder hochgehe, ich habe das Gold Nugget. Das kann ich ihm ja schon mal bringen. Weiß nicht, ob das reicht. Aber er will ja einen Schatz. Und ein Goldnagel klingt für mich nach einem Schatz. Das ist ja mal hochinteressant. So. Wahrscheinlich ist es nicht das Goldnagel. Das ist zu simpel. Jetzt einfach nur ein Item rausholen und fertig ist. Hä? Splendid. That will look nice on the shelf. Hey, it's not stealing if they didn't see you take it. Am I right? You earned it. Was hab ich denn jetzt? Moment, was ist denn das? Was hab ich denn da? Hallo, jetzt sag mir doch erstmal, was das ist. Ich kann nicht mehr hochspringen. Ich kletter aus der Höhle raus, kann das sein? Wut kocht über. Oh, das heißt, wir haben jetzt... Ist es das, was ich denke? Ja, der Mensch ist weg. Der Mensch ist aus der Höhle rausgeklettert. Das bedeutet... Ah, hier waren wir doch auch schon mal. Da konnte man nicht schwimmen. Monster-Trophäe. Das ist jetzt nicht wahr. Haben wir das Spiel durchgespielt? Nö, oder ging das so schnell jetzt? Boah, da wäre ich jetzt aber perplex. Oh Gott, das ist ja... Das wäre ja winzig. Das wäre ja wirklich winzig. Warte mal, was haben wir denn... das muss ich mal gerade überlegen. Wir haben... Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich bis jetzt aufgenommen habe. Das ist mein Problem gerade. Aber jetzt eben noch eine halbe Stunde und jetzt sind wir gerade mal bei knapp 10 Minuten. Ich weiß es nicht. Scheiße. Nein, doch noch nicht durchspielen, scheiße. Also für euch ist das jetzt vielleicht, ich weiß ja nicht, aber ich habe halt gerade ein Problem, und zwar folgendes. Ich brauche Material, weil ich ja wegfahre. Also ich bin ja schon weg, wenn ihr das hier seht, aber das reicht ja jetzt nicht aus für die nächsten 3 Wochen für mich. Verdammt, das ist viel zu wenig. Oh Mann. Und ich möchte es nicht nochmal durchspielen, das möchte ich einfach nicht machen. Das haben ja ein paar gesagt, warte mal. That is very nice. After all, possession is 9/10 of the law. That other 1/10, here you go. Juhu, wir haben ein Schwert. Was wollte ich sagen? Ach so, ich wollte es nicht nochmal durchspielen. Ein paar von euch haben ja gesagt, auch bitte mach doch, spielt es mehrmals durch mit allen Charakteren. Nee, das ist zwar jedes Mal anders, aber das ist mir jetzt irgendwie auch zu blöd. Zu hoch gegriffen. Da will ich lieber ein anderes Spiel spielen. Also, statt jetzt ein Spiel ewig tot zu nudeln.
mag zwar jedes Mal anders sein, aber irgendwo denke ich mir, Leute, kauft euch das selbst. Es gibt so viele Varianten, mit denen man es durchspielen könnte. Dann spielt es selbst durch. Und ich habe euch jetzt quasi so eine Art Teaser gegeben, wo ihr dann sagen könnt, ja, das Spiel gefällt mir und ich möchte den Rest auch noch sehen. Aber das spielt dann selbst. Also das finde ich doof, wenn ich jetzt alles einfach vorne wegnehme, weil so viel steckt dann offensichtlich nicht drin. Also wenn das hier jetzt schon das Ende ist, wie viele Stunden haben wir dann da? 3 Stunden? 4 Stunden? Ich weiß es nicht. Das ist halt ein bisschen wenig. Das ist die Dose Mais, der letzte Schatz. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo ich sonst noch hingehen kann. Probieren wir's. Das wäre allerdings sehr doof, wenn man die Dose Mais nicht mitnimmt. Ja, das... Oh, nee, Moment, es geht ja auch noch hier hoch, stimmt. Und hier müsste dann... Hier müsste eigentlich ja auch... Ach, das ist Banky. Das Banky ist ein Schatz? Naja, dann. Aufwärts. Ja, krass. Damit hätte ich definitiv nicht gerechnet. Überhaupt nicht. Nicht mal im Ansatz wäre ich drauf gekommen, dass das Spiel jetzt schon vorbei sein soll. Naja. Bitteschön. What a fabulous replacement trinket. Oh, that will do just fine. Hey, it's not stealing if they didn't see you take it. Am I right? There you go. Juhu! Gut. Und das wird's dann wohl gewesen sein. Der letzte Weg. Der letzte Charakter. Das letzte Mal aus der Höhle rausklettern. Das war's dann. Kannst du nicht so richtig glauben. Nervige Partner beseitigt. Well, you might think of this evening as a failure, but it was not. True, our friends did not learn the lessons they were meant to. They are destined to choose a path that can lead only to misery and disappointment. Not to mention a few lawsuits and possibly an embarrassing reality TV show. But I know you will leave here tonight with a new perspective on the choices to come. Someday, you yourself shall explore my mysterious depths. And when we meet again on that journey, I am confident you will make the right decisions. Because I am the cave. Ja, das war's. Ron Gilbert, Matt Hansen, Andy Wood, Chad Dawson, Tim Schafer. Okay. Ich bin etwas perplex, muss ich gerade sagen. Also das ist ein schlechtes Ende, würde ich jetzt mal sagen. Liegt das daran, dass ich jetzt noch nicht mit allen Charakteren durchgespielt habe oder dass ich tatsächlich eine falsche Entscheidung getroffen habe? Und wenn ja, welche Entscheidung habe ich denn falsch gemacht? Ich komme ja immer nur mit einem Weg weiter. Zumindest wurde mir das so suggeriert, dass ich immer nur einen Weg habe, den muss ich gehen. Und wenn ich das nicht mache, was erforderlich ist, um diesen Weg zu öffnen, komme ich eben nicht weiter. Also es sah bis jetzt meiner Meinung nach nicht danach aus, dass ich hier irgendwo hätte etwas anders machen können. Von daher befürchte ich einfach mal, dass es entweder daran liegt, dass wir nicht alle Zeichen erkundet haben, oder es liegt daran, dass wir noch nicht mit allen Charakteren durchgespielt haben. Das hinterlässt jetzt gerade so ein bisschen fadigen Nachgeschmack für mich irgendwie. Fader Nachgeschmack. Ich weiß nicht, ob ich das so lassen soll. Ganz ehrlich. Irgendwie gefällt mir das nicht. Aber das jetzt mit allen Charakteren und allen Versionen durchzuspielen, ist ja auch irgendwo lächerlich. Ron's Dad. Oh, 2012 ist Ron Gilberts Vater gestorben. Oh, das wusste ich nicht. Schade. Tut mir leid für ihn. Rest in peace, Ron's Dad. Unschön. Das macht den faden Beigeschmack jetzt nicht gerade besser. Nun gut. Tja.
Ich bin gerade echt am Überlegen, was ich machen soll. Soll ich das Ding jetzt ein Video nennen? Soll ich das Ding jetzt sagen, hier, scheiß auf, das war The Cave. Das war's für uns. Oder soll ich da jetzt tatsächlich sagen, ey, leck mich am Arsch. Das Spiel muss man in seiner kompletten Größe gespielt haben, mit allen Charakteren. Nur dann ist es wirklich komplett. Das ist halt die Frage, was man als komplett bezeichnet. Im Prinzip haben wir das Spiel jetzt einmal durch. Aber ja, so richtig komplett fühlt es sich für mich einfach nicht an. Ich fühl mich jetzt gerade einfach nicht danach. Cliff Bleszinski, was, Playtester? Echt jetzt? Cliffy B? Naja, gut. Ja, ich fühle mich gerade nicht danach, als hätte ich ein Spiel durchgespielt. Überhaupt nicht. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, was soll ich machen? Eigentlich muss ich es weiterspielen. Eigentlich muss ich es weiterspielen, um euch... Ich müsste es eigentlich weiterspielen, um für mich selbst das Spiel zu beenden, wirklich. Also in mir selbst zu sagen, so, das war jetzt das Spiel. Aber wenn ich an euch denke, denke ich mir eher, kauft es euch selbst und spielt es selbst komplett durch. Aber das hier ist ja auch kein Let's Show, es ist ein Let's Play. Deswegen kann ich das von euch ja nicht verlangen. Und wer das Let's Play schaut, weil er das Spiel selbst nicht hat oder nicht kaufen möchte, sondern lieber zuschauen möchte, der möchte das auch komplett sehen. Nee, Leute, wisst ihr was? Ich spiele das weiter. Ich kann das jetzt so... Ich brauche mehr Material auf jeden Fall für die Zeit, in der ich nicht da bin. Und das muss ich irgendwie bekommen. Und ich sehe jetzt keinen Sinn, ein neues LP anzufangen. Mir jetzt schnell irgendwie auf den letzten... Weil es sind jetzt nur noch 3-4 Tage. Nee, mehr. Naja, knapp eine Woche habe ich noch. Und ich habe jetzt keine Lust mehr, in den paar Tagen jetzt irgendwie noch schnell was aus den Fingern zu saugen und dann noch so viel Material aufzunehmen, dass es reicht. Das ist Blödsinn. Wir machen das anständig, wir spielen das Spiel ganz durch, mit allen Charakteren. Ich weiß jetzt nicht genau, sind die jetzt nicht mehr am Lagerfeuer? Das wäre ganz nett, damit ich einen Überblick behalte. Sonst muss ich mir irgendwann eine Strichliste machen, mit wem ich denn schon durchgespielt habe. Aber nee, dann machen wir das jetzt richtig. Wenn die Spiele wirklich, wenn das so kurz ist, dass es gerade mal irgendwie... Ja, ich weiß nicht, wie viele Stunden das jetzt gedauert hat. 4? Lass es mal 4 Stunden gewesen sein oder 3 Stunden oder so. Dann kann ich das Spiel jetzt auch 3-mal durchspielen. Von der Zeit her. Ich hoffe jetzt halt, das ist der Punkt, ich bin mir da noch nicht sicher. Ich hoffe jetzt einfach, dass es andere Rätsel sein werden, weil das wäre blöd, wenn das jetzt dieselben Rätsel sind. Aber das kann eigentlich gar nicht. Also die Mönch... Der Mensch-Level kann ja schon mal gar nicht. So, der Level mit der Pyramide wegen der Abenteurerin kann eigentlich auch nicht. Und der Ritter-Level mit der Prinzessin kann eigentlich auch nicht. Und alles, was dazwischen lag, ist teilweise auch nicht lösbar, wenn du... Also ich musste ja teilweise mit der Abenteurerin mich irgendwo hochhangeln mit dem Enterhaken. Das haben die anderen ja gar nicht. Oder mich durchfallen lassen durch diese Feuergrube mit dem Ritter, weil der unverwundbar ist in dem Moment. Das habe ich ja auch nicht. Also, danke fürs Spielen. Ja, bitteschön. Es muss auf jeden Fall, muss die Höhle jetzt anders aussehen. Und dann wiederum, okay, dann hat das auch einen Mehrwert, das jetzt noch mit anderen Leuten zu spielen, weil die Höhle dann halt auch anders ist. Das heißt, man spielt wirklich ein anderes Spiel. Drücke den Plus-Tropf, vor allen Dingen. Ich drücke mal den Pluskopf.